Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, wie schön ich aussehe. Dazu kommt ein separates Video noch online. Ich habe mir nämlich meine Weisheitszähne entfernen lassen und ich sehe richtig scheiße aus. Aber jetzt erstmal zu diesem hübschen Ding hier. Und zwar, ich habe bei DM bestellt. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich monatlich so kaufe für die Kleine und für mich. Und es sind natürlich auch ein paar Sachen im Warenkorb gelandet, die ich nicht jeden Monat kaufe. Aber ihr kennt das, wenn ihr bei DM einkaufen seid, wer kann da aufhören. Da ich jetzt aber letzte Woche krank war, die kleine Maus auch, wir hatten eine richtig fette Erkältung und ich jetzt meine Weisheitszähne entfernt bekommen habe, habe ich mich diesmal dafür entschieden, bei DM online zu bestellen. Und da ist ein XXL-Paket angekommen. Ich habe 122 Euro ausgegeben und ich denke, ich zeige euch mal, was ich dafür so geshoppt habe. Als allererstes machen wir dieses wunderschöne Paket nochmal auf. So. Okay, ich habe die falsche Seite aufgemacht, aber ist ja nicht schlimm. So, ja, also wundert euch nicht, ich sehe so scheiße aus, aber ich dachte mir, ich will trotzdem ein Video für euch drehen, denn mir geht es soweit ganz gut. Also fangen wir mal an. Und zwar, ich habe erstmal natürlich einen Vorratspack wieder Windeln gekauft. Wir benutzen die von Babylove und ich bin richtig zufrieden mit denen. Die sind super weich und halten lange durch, auch nachts. Die läuft nicht aus und Grace bekommt dadurch auch keinen bunten Popo. Davon habe ich 3 Stück bestellt. Und ja, wie ihr seht, da hinten, da sind auch noch ein paar und noch ein paar Pampers, aber die Pampers habe ich geschenkt bekommen, aber die finde ich jetzt nicht so gut, deswegen verbrauche ich die nur auf, weil ich die halt habe. So, genau, dann haben wir einmal die. Dann habe ich einmal Schwimmwindeln in Größe S gekauft, da Grace ja mit mir öfter mal in den Pool geht und so, brauchen wir natürlich Schwimmwindeln oder falls wir jetzt auch mal demnächst schwimmen gehen möchten, in ein Schwimmbad. Habe ich auf jeden Fall die in Größe S bestellt. Dann habe ich die neuen Aqua Plus Feuchttücher bestellt. Für die, die es noch nicht wissen, Pampers haben neue Feuchttücher rausgebracht. Die sind zu 99% aus Wasser und das finde ich halt richtig gut. Ich benutze zwar als die Pampers sensitiv, aber wenn die halt nur aus Wasser sind, ist ja noch besser. Und da dachte ich mir, ich probiere die einfach mal aus. Dann habe ich hier feuchte Waschlappen. Mir ist aufgefallen, gerade für unterwegs oder wenn man schnell mal einen Waschlappen braucht für die Babys, da sie sich halt oft voll spuckt und voll kotzt, dann hat man manchmal gar nicht die Eile oder schnell oder die Zeit, beziehungsweise man ist am falschen Ort, einen Waschlappen mit warmem Wasser zu kriegen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Waschlappen mitgeholt. Und damit ich sie mal eine Katzenwäsche machen kann, gerade auch wenn sie halt, wie gesagt, Schnupfen hat und sowas. Dann habe ich nochmal Schwimmwindeln geholt, Größe M. Grace wiegt ja jetzt mittlerweile 5,7 Kilo und die sind ab 7 Kilo und ja, die habe ich halt schon mal aus Vorratspack auch mit in den Einkaufswagen, ne, gesteckt. So, dann, okay. Habe ich hier Bibi Vita. Ich gebe ja Grace die Flasche, da ich ja nicht stillen konnte. Und habe gleich mal wieder 5 Packungen Bibi Vita Anfangsmilch 1 gekauft. Dann haben wir wieder für 2-3 Wochen circa ein Vorrat. Da dachte ich mir, die müssen auf jeden Fall auch mit rein. Ich habe nochmal eine Thermoskanne von Rear gekauft, oder Rear, wie das heißt. Ich habe die schon mal, allerdings ist ja, glaube ich, die Verdichtung ein bisschen kaputt. Die Flasche, die hält nicht mehr so lange das Wasser warm und daher dachte ich mir, hole ich nochmal eine neue, weil ich war mit denen richtig, richtig zufrieden. Und naja, selbst 2 sind auch gut. So, was haben wir denn hier? Genau, dann habe ich hier Perlweiß, das ist eine... ja, so ein Raucherzahnweiß. Und zwar für die, die es wissen, ich habe geraucht. Und das ist für die tägliche Anwendung und wollte meine Zähne halt ein bisschen heller machen, weil durchs Rauchen sind meine Zähne halt ziemlich vergilbt.
Und dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus und mal gucken, ob es was hilft. Ja. Dann habe ich noch auch Bleaching Stripes, also für weißere Zähne in nur 5 Tagen. Also ich weiß ja nicht, ob das was bringt, aber ich dachte mir, ich probiere die einfach mal aus, um die Zähne mal ein bisschen heller zu machen. Und wenn es nur ein Wasp ist, ist immer noch gut. Dann habe ich als allererstes mein tägliches Öl geholt von Glisco für die Haare. Das macht die Haare halt echt wunderschön. Also am Anfang fühlt es sich ein bisschen eklig an, aber wenn das ein bisschen eingewirkt ist, dann sind die Haare, sehen so gesund aus, ohne Mist. Also wirklich, die sind auch richtig weich. Dann habe ich hier einmal 2 Tuch-Gesichtsmasken. Avocado ist im Moment diese neue koreanische oder japanische Marke. Und ja, aus Korea, genau. Und ich habe jetzt schon öfter von der gelesen. Ich wollte die jetzt auch unbedingt ausprobieren. Gerade für abends, wenn Grace mal im Bett ist, so ein bisschen Wellness. Schon schön, ne? Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske von Garnier. Auch noch eine Tuchmaske nochmal von dieser selben koreanischen Marke, aber nicht mit Avocado, sondern mit Gurke. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich liebe Badesalz. Ich liebe es. Und da habe ich mir jetzt auch noch ein paar Portionen. Einmal hier das von Balea. Also ich finde ja Balea-Produkte echt super, gell? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich liebe Balea-Produkte. Also die sind so günstig und riechen einfach so gut. Oh Gott. Ja, dann habe ich hier nochmal Waschlappen. Dann habe ich, Windelbeutel. Und zwar, mir ist gerade aufgefallen, unterwegs, wenn ich immer gerade so ein Mülleimer unterwegs da ist und ich die kleine Maus wickel, dann finde ich es ganz passend, mal Windelbeutel dabei zu haben, weil mir ist das jetzt schon öfter passiert. Was machst du denn mit der Windel, ja? Daher Windelbeutel. Super, die haben den einfach so reingeschmissen. Auch gut. Ein Anspitzer für meinen Augenbrauenstift. Ich bin jetzt gerade ungeschminkt, deswegen. Ja, aber ein Anspitzer für meinen Augenbrauenstift, dachte ich, brauche ich jetzt auch mal. Genau. Und zwar, schaut mal bitte. Das ist super schwarze Zahnpasta. Ich habe mir gedacht, ich lese nicht richtig, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Das ist einfach, ich mache die gerade mal mit euch auf. Also die Verpackung ist ja echt wunderschön. Guck mal, krass, wie geil das aussieht. Das ist einfach schwarze Zahnpasta. Da bin ich richtig krass gespannt drauf, ey. Also, ob das, was das bewirken soll. Und richtig krass, bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir noch ein Aqua Feuchtigkeitsgel geholt von Balea. Und zwar, es ist quasi, ich benutze das quasi, bevor ich die Tagescreme drauf mache. Das ist so eine Art Gel, Creme aber halt. Das gibt so und das riecht einfach so geil. Und das benutze ich quasi als Feuchtigkeitscreme und ich liebe es. Das macht die Haut richtig, richtig schön. Ja, dann habe ich noch mein Parfüm geholt. Das liebe ich auch von S. Oliver. Und da riecht man halt richtig fresh. Und ich weiß gar nicht, ob es das letzte Produkt ist. Einmal noch eine Mundspülung von Listerine Advanced White für weißere Zähne. Ja, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das war's auch schon und ja, ich hoffe, der Haul hat euch Spaß gemacht und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.